Also einen wunderschönen guten Abend erstmal. Ich möchte mich auch kurz vorstellen, wie gesagt, Name wurde gesagt, Uwe Schickler, Vereinspräsident der Erster Schönebecker Judo-Club. Wir möchten Ihnen heute mal ein bisschen was zeigen, was eigentlich Judo ist. Viele sagen, Kampfsport, kennen Karate, Taekwondo, wo es kracht, wo es knallt, macht es bei uns auch. Aber Judo ist eine Kampfsportart ohne Treten, ohne Schlagen und Beißen, Kratzen. Also wir versuchen es, den Gegner mit Würfen und Hebeln, Würgen zum Aufgehen zu bewegen. Ich wünsche viel Spaß. Aufstellen. Stattfinden. Das möchten wir gerne auch zeigen. Und da Judo meist sehr schnell geht, haben zwei sich bereit erklärt, das mal sehr, sehr langsam zu zeigen. Bitte schön. Als erstes wird gezeigt ein Hüftwurf, der heißt Ogoshi. Thank you.
langsamen Spezialisten zeigen jetzt einen Schulterwurf, den sogenannten Seonagel. Und Reaktion ist. Die beiden werden mal zeigen, dass man nicht unbedingt auf jeden Wurf fallen muss, sondern eigentlich den Schwung ausnutzen kann, um den Gegner selber zu werfen. Und die beiden werden mal zeigen, wie gesagt, Judo ist eine Sportart, wie sagen wir, wo es auf das Verständnis des Miteinander-Trainierens aufkommt. Also es ist nicht so, klar, Wettkampf steht alleine gegenüber dem Gegner, aber beim Training heißt es, wir trainieren zusammen. Und das geht dann so weit, dass man sogenanntes blindes Verständnis hat. Und zwar werden die beiden jetzt drei Würfe zeigen, ohne sich überhaupt zu berühren. Also einer ist der Werfende und der andere ist der Fallende. Wie gesagt, und haben jeweils Abstand zueinander. Das erste ist ein Fußwurf, das ist der Uchimata. Nächster ein. Ein Fußwurf, der Okuri Ashibarai. Einen sogenannten Opferwurf nennen wir das, den Tomonaga. Und damit jeder mal von denen richtig so zugekommt, ist es jetzt so, dass jeder von denen jetzt mal seinen Lieblingswettkampfwurf zeigt. Sieht manchmal gleich aus, sind aber ehrlicherweise alle verschieden. Bitte schön. Kleinste bleibt genau in der Mitte stehen.
gesagt, Judo kennen, wie gesagt, die meisten mit diesen Würfen. Es ist aber auch so, dass, wie gesagt, bestimmte Judo-Elemente auch durchaus liegen, um die sogenannte Selbstverteidigung durchzuführen und anzuwenden. Und das möchte ich Ihnen jetzt gerne mal zeigen. Das wird die Annika und der Igor machen. Das ist ganz einfach, ganz normale Situation. Da kommt ein großer Bengel und denkt sich, naja, die Kleine, die vernasche ich mal. Selbstverteidigung gegen verschiedene Dinge, das werden jetzt der Raum und der Markus mal zeigen.